Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dismantle. Schön, dass ihr wieder da seid. So, ich bin hier noch am Sägewerk und es ist jetzt schon einiges an Holz auch soweit durchgelaufen. Wir sind auch kurz vorm Levelaufstieg. Da warte ich ja nicht drauf, dass wir da noch den Punkt schnell rausklopfen können. Währenddessen habe ich ein bisschen aufgeräumt, so hier und da. Also während das Holz durchlief und auch... Ah, da ist der Aufstieg. Und auch noch ein bisschen Titan. Ich habe auch nochmal Titan angestellt. Ich bin also ein bisschen hin und her gereist. Ein paar Bäume habe ich noch gefällt. Ja, was man halt so macht zwischendrin, ne? Schmeißen wir das raus und dann hocken wir mal uns ans Lagerfeuer und vergeben noch fix den Punkt zusammen. Oh je, Tierfreund, Fischer, Sammler, Horter. Wir nehmen mal Sammler. Komm. Warum nicht? Jetzt schauen wir bei Ausrüstung verbessern. Die Axt, die würde ich unheimlich gerne verbessern. Da schmeißen wir mal einen Punkt drauf. Jetzt gucken wir mal. Hier brauchen wir noch Mana-Splitter. Die haben wir noch nicht. Quartierleckersche? Nee, nee, nee. Oh ja, komm. Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtige Kiste. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Dann brauchen wir aber wieder Titan. Lass uns aber erstmal gucken. Baseball-Sammelkarte. Jo, die können wir mal testen. Wie gut sie ist, wenn man sie tatsächlich mal hochpimpt. Komm, das machen wir. Hier bräuchten wir Mana-Splitter. Die haben wir leider noch nicht. Schaden durch Power-Angriff. Oh, nice, den Magneten. Der wäre natürlich auch mega gut. Ich will mir aber das Titan noch ein bisschen aufsparen. Oder sollen wir hier mal einen reindrücken? Komm. Scheiß drauf. Wir kriegen ja wieder Titan. Ist ja nicht so, dass wir keins kriegen würden. Jo, jetzt brauchen wir wieder Titan. Ja, schön, da haben wir noch was. Und wir kochen auch gleich. Ich habe, wie gesagt, Rumpsteak gefunden. Das heißt, 8-mal Fleisch und 5-mal Töfkens. 8-mal und hier 5-mal. Könnte ich jetzt auch verdrücken, so ein Rumpsteak. Spitze, sind wir hier wieder auf dem Laufenden? Das ist doch gut. Jetzt lass uns mal kurz in die Quest gucken. Also, wir haben, klar, Flucht von der Insel. Wir haben noch die Mythos-Tafeln offen. 6 Stück noch. Und merkwürdige Energie haben wir offen. Und natürlich, klar, Missrat nach Fluchtplan. Ich werde aber nach dem Auto jetzt nicht mehr explizit suchen. Denn ich vermute, wir werden West-Onterfeld irgendwann finden. Einfach so, by the way. Das heißt, wir würden uns jetzt hier mal ein bisschen amüsieren. Ich würde jetzt hier gerne die Karte noch ein bisschen mit euch aufdecken. Währenddessen kann das Holz ja da rummachen. Lasst uns mal kurz noch ins Gepäck schauen. Wir haben auf jeden Fall den Gürtel drin. Das ist gut. Ist die Frage, ist das arg kalt? Ansonsten würde ich natürlich gerne mal die Karte testen. Wir probieren es mal. Wo ist der Basie? Da. Oh, jetzt haben wir schon 8 von den Granaten. Und 8 von den Tellaminen. Das ist natürlich, richtig gut. Okay, los geht's. Ah, ein paar Eiche. Danke, liebes Spiel. Die nehme ich immer sehr, sehr gerne mit. So, wo sind wir denn hier? Alt-Kelchheim. Da ist auch gleich die Tür offen. Das ist natürlich super. Ui, der wird aber krass zurückgestoßen durch die Karte. Der Schimmel. Jo, komm mal weiter vor, Freund. Da muss ich aber den Gegnern arg nachlaufen, ne? Weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt.
Muss ich mal ein bisschen spielen. Ich sag mal, bei dem Großen war es jetzt ganz nice, aber bei den Kleinen, wenn die jetzt nicht one-hitted werden, dann muss ich halt denen immer nachlatschen, ne? Das ist irgendwie ein bisschen, Ich werde es mal probieren. Ich habe auch in den Kommis gelesen. Zwei Hinweise habe ich bekommen. Zum einen natürlich den Hinweis, ich kann die Brennstoffzellen, die wir schon ergattert haben, natürlich zurückbringen zur Rakete. Dann hätten wir einen Platz frei. Das werde ich auch bei Zeiten mal machen. Also wenn wir sowieso gerade irgendwie in der Nähe sind oder ich Outtake ein bisschen Leerlauf habe, dann würde ich die einfach mal rausschmeißen. Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Bin bisher ja mit dem Platz eigentlich gut langgekommen. Aber wie gesagt, danke für den Hinweis. Der ist super. Und der zweite Hinweis war, bei den Bunkern sind scheinbar immer Linien auf dem Boden, wo die Laufwege eingezeichnet sind, welche die Horde nimmt. Habe ich nicht gesehen. Also entweder bin ich völlig blind, aber das ist mir so überhaupt gar nicht aufgefallen. Ich war total überrascht über die Info und dachte, okay, waren da Linien? Wir werden es natürlich auch hier beim nächsten Bunker ausprobieren. Ey, wir sind schon wieder voll. Kann ja auch nicht sein, oder? 25 Tage sind wir hier schon unterwegs. Auch der Hammer. Echt der Hammer. Okay, das lasse ich jetzt soweit mal alles stehen. Kurz mal einen Blick auf die Karte. Oh, was war denn hier los? Da hat jemand seinen ganzen Scheiß hier abgelegt, ne? Sieht das so aus, als könnte man, sollte man hier graben? Nee. Ach, schade. Hätte ja sein können, ne? Sah irgendwie ein Müllkreis. Grabe im Müllkreis. Oh, bei dem ist das bestimmt auch super. Ja, so ist man ja schon fast ein bisschen Imber, ey. Imber. Ach, schade. War ich nicht. Gibt's hier eine Angelstätte? Ja, gibt's. Die würde ich auch gleich hier mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich hier so schnell wieder herkommen. Bedeutet, ich würde hier einen kleinen Angelcut machen. Damit ihr nicht dabei sein müsst. Vielleicht soll ich auch die Angel ausrüsten. Das hilft. Ich habe auch schon versucht, Handgranatenfischen zu machen. Geht leider nicht. Wäre echt lustig gewesen, wenn man das damit hätte auch machen können. Aber das funktioniert leider nicht. Also, ich angel kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mit den Fischen im Sack geht's hier weiter. Ich habe ein bisschen Platz gemacht. Ich habe ein bisschen Plastik rausgeworfen und dachte, komm, scheiß drauf. Da waren mir die Fische doch ein bisschen lieber. Rüsten wir uns hier unten mal wieder richtig aus. Gibt's in dem Häusle irgendwas? Nee, jetzt müssen wir kurz nochmal auf die Map schauen. Von da sind wir gekommen. Das Interessante wäre natürlich noch, hier durchzulaufen, ne? Das machen wir mal, vielleicht ohne ins Wasser zu stürzen. Hier war die Zeitkiste. Gab es hier eigentlich noch was? Nee. Schade. Okay, hier ist tatsächlich überall Berg, da kommt man gar nicht hin. Ich habe gedacht, wir kommen irgendwie hier hin, aber kommen wir nicht. Da kommt man hier wirklich nur dadurch. Gerade mal schauen, das Einzige, hier kommt man auch nicht durch, hier auch nicht. Okay, da soll man wahrscheinlich noch nicht hin. Ansonsten würde ich natürlich gerne mal, wir laufen jetzt hier das Stück runter und dann gehen wir mal hier durch den Bergpass, weil ich will auch noch zu der Gruft, die ich entdeckt habe, beim Bäume klatschen.
Eine Kischt wäre auch eine nette Sache eigentlich. Ach, die ganzen guten Sachen da liegen lassen, Mensch. So, dezimieren wir hier auch mal die Gegner. 52 sind es hier noch auf diesem Kartenabschnitt. Was ist denn das da für... Auf der Minimap ist da so ein... Sieht man das hier auch, ja? Was ist das? Frage ich mich. Ist das ein Grafikbug oder hat das was zu bedeuten? Bin mir da gar nicht so sicher gerade. Oh, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oder? Doch, da waren wir doch schon, oder? Continental Diner? Ja, da waren wir auf jeden Fall schon, aber... Können hier die Dinger noch schnell alle wegmachen? Dann durchwühlen wir hier auch noch alles. Hier. Da Thorsten krankgeschrieben ist, müssen Alex und Tina seine Aufgaben zusätzlich zu ihrer eigenen Arbeit übernehmen. Na, da freuen sich die beiden noch bestimmt. Du findest einen Zettel auf dem Tisch. Sie wollen mein Familienrezept. Nun, sie werden es nicht bekommen. Ich habe das Rezept in der Umkleide weggeschlossen. Wenn du es finden willst, musst du dem Müll folgen. Überprüfe in der Gasse hinter dem Continental-Diner den Müll. Das machen wir. Da kommen wir noch nicht rein. Hier kann man kochen, kochen, kochen. Da gibt es bestimmt noch Gewürze. Ah doch, hier waren wir auf jeden Fall schon. Gibt es eigentlich noch irgendwas? Boah, hier gäbe es natürlich richtig viel Zeug, ne? Diese Schränke sind total mega gut. Die hier. Guck mal, was da rausploppt aus dem Schrank. Nee, klopft da echt jede einzelne Dose da weg. Ich glaub's ja nicht. Ist dein Ernst. Jo, hier muss ich auf jeden Fall wieder herkommen. So, jetzt aber. Oh, ist das bitter für ihn eigentlich. Also, ich sag's mal so, ja, das ist ganz nice, diese Fähigkeit mit dem Knockback zu haben. Aber ich finde, das ist total imbar und deswegen nehmen wir die auch raus. Ich will schon ein bisschen Spannung haben und ich finde, die hast du halt nicht. So nicht. Und deswegen nehmen wir wieder die Knieschoner rein. Muss ja auch ein bisschen rocken, ne? Und ich sag mal, wir sind in der Apokalypse, da kann man auch mal sterben. Ich finde, das ist völlig legitim. So, dann machen wir eine Tour, machen wir mal gerade. Kann doch das ganze Zeug hier nicht liegen lassen, also schlechtes Gewissen, ne? So, wenn das das Diner ist, dann hab ich den Müll doch eigentlich schon durchwühlt, oder? Den Müll hinter dem Diner. Ah, wir können mal gucken. Och, blödes Schild. Geh doch mal zur Seite. Komm auf andere Gedanken mit unserem legendären Filetsteak. Nicht. Ah, hier ist noch Müll.
durchsuchen noch mehr Müll in der Nähe eines Teichs nördlich von dem... Hier ist der Teich, okay. Guck mal, ob wir hier das auf die Schnelle finden. Mehr Müll. Wer lässt denn hier Müll rumliegen am guten Teich? Ach du Scheiße. Das ist ja wie heute. Dafür braucht man nicht mal eine Apokalypse, oder? Schmeißen so viele Leute Zeug in den Wald. Oh, da krieg ich Brechreiz. Grabe in dem grünen Boden zwischen Müllhaufen an den Feldpassagen südwestlich von Altkirchheim. Grabe in dem grünen Boden. So, warte mal, wo ist denn Altkirchheim? Kelchheim heißt das, ne? Ja, Altkelchheim. Da wahrscheinlich, wo der Müll war, ne? Das machen wir auch noch. Hat jetzt aber nicht oberste Prio. Können wir das noch mitnehmen? Nee. Ach, wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte mich gar nicht hinhocken, aber gut. Kurz aufwärmen geht auch. So, lass uns nochmal kurz auf die Map schauen. Jetzt würde ich nämlich gerne diesen Abschnitt hier mal aufdecken. Da irgendwie rum um den Stein. Jo. Guten Tag. Und Entschuldigung. Da habe ich noch Pilze gesehen. Her mit den Pilzen. Da machen wir uns das jetzt leicht mit den Großen. Die kleinen Nervköpfe. Ich finde die witzig, aber ich finde die Nerven ein bisschen. Und da finde ich, sind so Tretminen echt super. All excavation projects are hereby prohibited. Continuing excavations is considered hostile act against the crown. This is an automated recording sent from K23, the ground station. Ausgrabungen. Okay. Ausgrabungen werden als feindlicher Akt gegenüber der Krone gesehen. Ja, da wären Archäologen ganz schön gekniffen, ne? Komm, bleib stehen. Ganz schön gekniffen werden Archäologen. Okay, haben wir das Radio auch soweit? Ich sehe, man kann hier wieder angeln. Das würde ich wiederum fix machen. Dann haben wir das nämlich immer gleich erledigt. Ich cutte das Ganze natürlich wieder. Ja, so viele Fische waren nicht im Teich. Ging also relativ zügig. Das Ding... Da sind wir auch Pilz versteckt, den will ich. Gerade mal gucken. Gut. Dann flitzen wir noch einmal um den Teich rum. Da ging nichts mehr, ne? Nee, da ging nichts mehr. Oh, da haben wir richtiges Pilzglück. Oh, da ist noch Eiche, habe ich auch gesehen.
So, jetzt schauen wir mal. Also hier kommt man auch nicht weiter rum. Dann haben wir hier jetzt soweit mal alles aufgedeckt. Ich würde jetzt den Flecken hier noch aufdecken und dann marschieren wir mal so langsam wieder Richtung nach oben. Also Richtung der Gruft. So, 27 sind es ja noch. Gerade nochmal gucken, wie wir jetzt am besten da hochmarschieren. Ich glaube, hier kommt man leider nicht durch. Und da ich aber die Gruft mit euch unbedingt machen möchte, würde ich sagen, ich flitz schnell hier rum zur Gruft. Und dann sehen wir uns gleich an der Gruft. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit auch für die Gruft. Das finde ich nicht so schlecht. Ich hole euch fix rein, bevor wir eigentlich bei der Gruft sind. Weil ich bin nochmal zu der Müllstelle zurück. Das war hier bei Alt-Kelchheim. Und dachte, komm, wir graben hier fix. Ah, jetzt haben wir den Schlüssel fürs Diner, ne? Denn hier beim Diner gibt es eine verschlossene Tür und da stand, man braucht unbedingt einen Schlüssel. Das ist ja fies jetzt. Das wollte ich eigentlich zur Gruft und jetzt sowas. Jetzt bin ich ja doch verführt, nochmal kurz mit euch runter zum Diner zu latschen, ne? Komm. So, Schlüssel benutzt. Das haben wir. Ja, wo ist das Rezept? Ich will auch ein Rezept. Ja, Filetsteak. Nahkampfschaden gegen Monster, 2,5%. Naja, wieso nicht? Boah, gibt's hier schon wieder Zeug. Oh, nee. Aber jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Zur Gruft zu kommen. Nachdem wir den Müll einmal durchsucht haben. So. Jeweils 20 habe ich hier nochmal angestellt. Können nämlich durchlaufen, während wir uns hier amüsieren. Die anderen waren nämlich schon durchgelaufen. Was gibt es hier eigentlich? Gibt es hier noch irgendwas? Ne, hier gab es nur Hunde. Und einen Haufen Bäume. Also wir müssen hier auch noch links rum. Wo geht's denn da eigentlich hin? Zur Arktishütte. Zur Arktishütte müssen wir auch noch. Die Gruft war hier ohne. Kommt man von hier? Oh, was ist denn hier? Gefahrgut. Ist jetzt die Frage, wer ist denn jetzt hier das Gefahrgut? Oha. Das sieht mir nach Spaß aus. Nice. Es hat nicht mal alle erwischt. Cool. So, was haben wir hier? Nächste Woche sollte eine neue Ladung von dem grünen Zeug eintreffen. Von dem grünen Zeug da, ne? Sieht nicht so gesund aus. Ach, schön. Aber kein Angelplatz. Gut. Hier ist wahrscheinlich auch kein Fisch mehr gesund. Denn hier laufen das grüne Zeug, weil vor allem hier kommt das an. Und was machen die hier mit dem grünen Zeug? Die versenken das doch bestimmt da im... hier in dem See, oder? So, spontane Vermutung. Na, dann hüpfen wir mal rein, ne? Bin gespannt, welche Schweinerei uns erwartet.
Nichts Gutes, ist doch immer so. XXO, aha. Mhm. Ach du Scheiße. Nein, nein, oh. Ui. Okay, das geht ja noch. Da kommt immer einer raus und da auch. Oh je. Ah, wenigstens stirbt man nicht. Wo müssen wir denn ganz hin, sag mal? Das ist fies, oder? Au. Oh, nee. Schade. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Ah, wir probieren es nochmal. Okay. Oh, leck. Heieiei. Oh. Schön. Haben wir das? So, hier was drin? Natürlich nicht. Darf ich jetzt auf dem Rückweg wahrscheinlich auch nicht auf die Dinger treten? Wir lassen es einfach. Wir müssen es ja nicht provozieren, unnötigerweise. So. Schön. Haben wir das erledigt? Und noch so ein Auge ergattert. Das ist spitze, weil dann können wir nämlich, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mal wieder einen Obelisken, oder? Und jetzt schauen wir nochmal hier oben hoch, hätte ich gesagt. Vielleicht kommt man da irgendwie hoch. Ah ja, das ist diese Hütte hier, okay. Machen wir uns mal ein Feuer schon. Dann hören wir uns zum Abschluss dieser Folge doch noch das Radio an. Und dann würde ich sagen, wechseln wir mal die Folge. Lass mich nochmal kurz schauen, was dann der Plan ist. Also, hier in das Gebiet sollten wir nochmal stiefeln. Ich muss mal gucken. Ob ich hier vielleicht schon ein bisschen was aufdecke, mal schauen, oder ob ich euch gleich wieder dazu hole, das entscheide ich dann spontan. Und ja, dann freue ich mich mit euch auf die nächste Folge. Achso, was ist denn überhaupt so grundsätzlich der Plan? Das hier noch aufdecken wäre gut und das Stück hier. Und wenn wir das haben, dann wäre natürlich zu überlegen, wie man hier reinkommt. Aber das dürfte ja, hier brauchen wir eine Gasmaske, da können wir noch nett hin. Ansonsten werfen wir mal einen Blick in das Wüstenbiom, würde ich sagen. So machen wir's. Dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund. Bis gleich zur nächsten Folge. I think it is clear that the incidents are not isolated anymore. This cannot be contained, but we can still fight it. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station.